Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Ori and the Will of the Wisps. Ja, im letzten Video sind wir auf Mora getroffen, haben den Kampf aber erfolgreich bestritten, sage ich jetzt mal. Und bevor wir jetzt die Schimmelwaldtiefen verlassen, gibt es ja noch einiges zu erledigen. Ich würde zum Beispiel gerne den Schrein hier hinten machen, das würde uns noch einen neuen Platz für die Geistersplitter einbringen. Und ich würde mich auch gerne an dem Rennen versuchen. Ja, da dies nochmal 1000 Geisterlicht Belohnung bringt. Und wir haben aktuell 2785 Geisterlicht. Die Überlegung ist aber, ob ich erstmal zurückgehe, denn wir haben einen neuen mysteriösen Samen gefunden, den wir Tali bringen können. Ja, ich glaube, das mache ich erstmal. Dass wir zurück in die Brunnenquelllichtung gehen. Vielleicht kommen wir dadurch ja auch an neue Bereiche. Und wir können natürlich jetzt dank des Blitzes, dank der Fähigkeit Blitz, auch die dunkle Höhle erforschen. Genau, machen wir das einfach erstmal. Der erste Weg führt uns schon mal zu Tali. Hier lang. Auch können wir auch hier oben. Hallo. Hallo, Hi. Tali. Hast du Samen gefunden, Geist? Und ob wir das haben? Und wir können Freuden der Feuermotte. Da die Tage seit dem Verfall immer dunkler werden, wird es für die Lichtfänger immer schwieriger, das Licht für ihre hängenden Lampen zu sammeln. Dann fangen wir an. Aha. Hast du jemals eine Feuermotte gesehen? Wunderschöne, glühende Kreaturen. Sie können Lichtfängern nicht widerstehen. Sie fliegen von Knospe zu Knospe und folgen dem Licht. Möchtest du noch etwas mehr pflanzen? Hab nichts dabei, nicht so schlimm. So, ich fliege auch gleich von Licht zu Licht, mein Freund. Hier haben wir den Suppenkasper wieder. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier durch irgendwo an neue Bereiche kommen, die wir vorher vielleicht nicht erreichen konnten. Schauen wir nochmal. Auf dem linken Teil der Siedlung. Wirklich, oder? Für Leute, die es verpasst haben, den Dreifachsprung zu erwerben. So, ich hatte noch eine Idee, oder mir fällt gerade eher gesagt etwas ein. Wegen diesen zerstörbaren Mauern. Habe ich nochmal nachgedacht. Ich sagte ja fälschlicherweise, wir müssen das Stampfen erlernen. Diese Fähigkeit gibt es bei Ori nicht. Das war aus Hollow Knight. Ja, haben wir Mauern zerstört durch durch einen Energieblitz oder durch unser Geisterlicht im ersten Teil. Und wir können ja hier bei Offa noch ein paar Sachen lernen. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Ja, nämlich kann ich mir vorstellen, dass das entweder die Wache ist,
Geisterschlag. Was ist denn Geisterschlag? Erledige Feinde mit einem starken Rundumschlag. Wirf einen Stern zurück, der dir folgt. Also die Geisterkugel könnte das sein. Die werde ich mir jetzt auch hier einfach mal erwerben und schaue mal, was die Verbesserung dann bringt. So, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit der Wache. Okay, das ist es schon mal nicht. Was ist denn der Rundumschlag? Den holen wir uns auch mal. Schockschlag. Sprungangriffe mit Geisterschlag verursachen eine Schockwelle. Das könnte es sein, aber dafür haben wir jetzt zu wenig Geisterlicht. Lass dich nicht überrumpeln, Geist. Aber dann kann ich direkt mal gucken, was wir jetzt hier gelernt haben. Uns fehlen jetzt nur noch zwei Sachen. Ich werde jetzt erstmal die Wache ausrüsten. Und den Geisterschlag. Oh. Oh. Das ist ein schwerer Hammer. Vielleicht kriegen wir ja damit. Das könnte durchaus sein, dass wir damit die brüchigen Mauern einreißen können. So, jetzt wollen wir aber in die dunkle Höhle, die wir hier freigegraben haben. Dafür rüsten wir natürlich unseren Blitz aus. Und ich nehme erstmal den Bogen wieder rein. Wir müssen ja noch seine Eichel wiederfinden. Da hinten habe ich sie schon gesehen. Habt ihr sie auch gesehen? Hier kommen wir nicht hoch. Ja, aber ich will hier unten auch nochmal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwo noch ein Versteck haben. Damit können wir die herzförmige Eichel auch wiederholen. Ein wertvolles Geschenk, das einem ängstlichen Muki gemacht wurde. Ich würde gerne hier den Weg hochnehmen. Hier scheint es ja auch noch irgendwo reinzugehen. Aber wahrscheinlich kommen wir hier nur zurück. An die Oberfläche. Aber trotzdem mal schauen, ob wir hier nicht noch irgendwas versteckt haben. Nein. Anscheinend nicht. Was sagt die Karte zu diesem Gebiet? Was kriegen wir von dir? Meine Eichel! Du hast sie gefunden! Ich werde sie nie wieder loslassen! Damit kriegen wir Geisterlicht. Ein großes Geisterlichtgefäß, also 1000. Oder? Nee, ein riesiges wäre das gewesen. Egal. Wir haben auf jeden Fall eine weitere Nebenaufgabe erfüllt und dürften jetzt auch genug haben, um den Rundumschlag nochmal zu erhöhen. Von dem ich glaube, dass wir damit brüchige Mauern einreißen können. Und zwar aus folgendem Grund, denke ich das auch. Das Gerücht, wo hatten wir das? Irgendwo hatten wir ein Gerücht. Genau dieses. Das haben wir schon recht früh bekommen.
War es das? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich meine, das hätten wir recht früh bekommen. Und das kriegt man ja nicht so früh, dass man es nicht untersuchen kann. Also irgendwie muss man die Mauer da ja wohl kaputt kriegen. Und ich vermute mal, dass das mit dem Hammer gehen könnte. Das heißt, ich muss noch mal zum Over. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Oh ja. Und zwar will ich den Schockschlag. Ich kann mir vorstellen, dass dies vielleicht, ja, selbst wenn es die Mauer nicht einreißt, kann es, glaube ich, vom Vorteil sein. Ich glaube, der Angriff, der macht schon ordentlich Schaden. Naturtalent. 40 von 100. Lass dich nicht überrumpeln, Geist. So, haben wir hier noch was zu tun? Nein. Ich glaube nicht. Heilen wir uns erstmal, bevor wir wieder in die Schimmelwaldstiefen gehen. Und hier noch das Gebiet ein wenig erforschen und die Geisterprüfungen sowie den Geisterschrein hoffentlich erfolgreich absolvieren. Das ist nur die Frage, ist die Dunkelheit hier immer noch präsent? Wahrscheinlich schon, ne? Bespucken wir uns mit Schnodder, das habt ihr doch vorher nicht getan. Überhaupt richtig? Ja, hier sind wir richtig. Dann werde ich erstmal hier links lang gehen. Denn dort waren wir noch gar nicht. Aber hier ist ja alles wieder hell. Jetzt brauchen wir das Licht gar nicht mehr, oder? Glaube ich. Und ansonsten rüsten wir es einfach wieder aus. Hier kommen wir jetzt durch. Oh, wir haben hier einen Moki. Hallo, lieber Geist. Hast du da etwa eine Laterne? Eine leere Laterne? Ja, die haben wir. Selbst den Laternenmann haben wir gefunden, der Interesse daran hat. Damit kann ich die Glühwürmchen fangen und wieder nach Hause gehen. Ja, dafür kannst du das haben. Es ist zwar schwer zu kriegen und es ist klebrig. Es war sehr schwer zu kriegen und es ist klebrig. Entschuldigung, was kriegen wir denn? Schimmelwaldseide. Was sollen wir denn mit Schimmelwaldseide? Vor allen Dingen, wer kann damit was anfangen? In welche Richtung war ich noch gleich unterwegs? Hier lang? Nein. Also ich war laufen. Ich nehme an, dass das Wasser uns da oben, da unten nicht gut tut, oder? Auf der anderen Seite kommen wir hier nicht weiter. Das sieht aber sehr plörrig aus, Leute. Und da rechts haben wir noch irgendwo eine Energiezelle. Da unten sieht mir aber aus, als wäre da geisterlich. Nein, leider nicht. Ach, hör auf, nach uns zu schnappen. Da haben wir noch das Fragment einer Energiezelle. So, wunderbar.
Fehlt uns nur noch die zweite Hälfte, dann haben wir auch einen Energiepunkt mehr. Haben wir hier noch mehr? Nein. Dann wollen wir uns mal auf den Weg zum Schrein machen. Da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst. Au, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Hey! Frecher Fisch! Sind wir wohl richtig? Aber wie kriegen wir das auf? Müssen wir die Laterne dafür ausmachen? Das kann durchaus sein. Wir haben irgendwo einen Schalter übersehen. Die sind ja auch manchmal sehr, sehr klein. Ich sehe gerade auch, dass wir da hinten in der Mitte noch nicht waren. Vielleicht haben wir da ja einen Schalter. Ja, haben wir tatsächlich. Sehr schön. Damit kommen wir zu diesem Schrein. Wird aber mit höchster Wahrscheinlichkeit kein leichter Kampf. Das hier schon mal kaputt machen, dann kommen wir von der Seite ja auch wieder hin. Die Überlegung ist, was nehme ich rein? Der Bogen ist eigentlich immer gut, die Geisterklinge auch. Ich werde auch wieder den Stachel nehmen. Ich bin einfach ein Freund von dieser Zusammenstellung, an die habe ich mich ja jetzt auch schon gewöhnt. Gut, dann versuchen wir mal, diesen Schrein zu meistern. Spinnen. Irgendwie habe ich es mir gedacht. Lag ja auch hier auf der Hand, ne? Phase 1. Explosive Schnecke. Und Lanzen. Phase 2. Wieder Spinnen. Ach, schade. Ich will die treffen können, ne? Der trifft aber. Der auch noch nicht. Nein, auch zu schaukeln. So, und die letzte Phase. Ach, das sind diese Giftspinnen. Ich
So, damit haben wir den Schrein schon mal abgeschlossen. Und haben eine weitere Splitterplatzverbesserung. Fehlt uns, glaube ich, nur noch eine. Und was ganz gut wäre... erhalte Energie, wenn du Nahkampfschaden verursachst. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Lebenskraft könnte auch geil sein. Aber das hier, der Katalysator, wäre ja quasi wie so ein Vampirangriff. Weil wir durch Angriffe Energie bekommen. Und wir haben ja noch den Überlauf, wodurch Energie zu Gesundheit werden könnte. Überschüssige oder andersrum. Deswegen würde ich lieber den Katalysator reinnehmen. Also Katalysator, dann nehmen wir wieder Klebrig rein. Dann brauchen wir noch den Überlauf und den Magneten. Überlauf können wir auch nicht weiter erhöhen. Den Katalysator, erhalte noch mehr Energie, wenn du Nahkampfschaden verursachst. Das könnte ganz gut werden. Jetzt lassen wir es erstmal so drin. Haben jetzt hier die Geisterprüfung bestanden. Da oben haben wir noch Energie. Ein Energiefragment. Und irgendwie gehe ich davon aus, dass wenn wir hier alles sammeln, wir wieder nur bei 98% landen. Ja, eigentlich ist es nur noch die Energie und die Prüfung. Die Prüfung, die haben wir ja hier direkt. Versuche ich mein Glück mal daran. Und jetzt ist die Überlegung, wer könnte Interesse an Seide haben? An Seide? Habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Hey, 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 hey. Nein, der explodiert doch. Ja, da oben ist der Start. Da hängt er wieder. Aber doch bitte nicht bei der Herausforderung hier. Das wäre nicht so praktisch. Okay, schauen wir uns mal die Strecke an, die wir laufen sollen. Hier unten an den Laternen vorbei. Dann an den Laternen wieder hoch. Ah, die Stelle da, die könnte ziemlich tricky werden am Ende. Na, schauen wir mal. Auf Anhieb haben wir so eine Prüfung ja, glaube ich, eh noch nicht geschafft. Na. Oh ja, das ist schon gemein. Hm, die schaffen wir auch nicht. Die schaffen wir auch nicht. Wie schon gesagt, die Stelle hier am Ende ist schon gemein, weil man die Ärmchen nicht von der falschen Seite ziehen darf. Hm.
Allein hier mache ich ja schon einen Fehler, ne? Lassen wir uns mal sterben. Ja, wir haben... Ich vergesse auch immer wieder, dass wir hier keinen Doppelsprung haben. Keinen Dreifachsprung. Ja, komm, wir gehen mal von der Strecke ab. Das bringt ja nichts. Wird die Prüfung gleich abgebrochen? Doch nicht. So weit können wir hier gar nicht abkommen. Wir haben aber so viel Geisterlicht ausgegeben, dass wir die 1000 Belohnung hier schon gebrauchen könnten. Ja, da oben wird die Prüfung abgebrochen. Die Zeit ist um. Das war schon besser, aber auch nicht optimal. Nein. Ich glaube, wir dürfen uns von dem Ärmchen da nicht ablenken lassen. Also nochmal, sind aber auch echt schwere Strecken, die man hier meistern darf. Oh, da hätten wir ja gar nicht lang gemusst. Etwas besser. Oh, das kriegen wir hin. Das kriegen wir mit ein, zwei Versuchen noch hin. Schade. Ja, die Stelle ist echt blöd wegen den Armen. Kann zum Verhängnis werden. Was sie auch gerade wurde. Ja, warten wir mal ab. Nein. Thank you.
erneut versuchen. Wir müssen es aber auch irgendwie hinkriegen, hier so einen kleinen Vorsprung auszubauen. Zack. Und damit haben wir auch diese Geisterprüfung bestanden und erhalten 1000 Geisterlicht. Aber anscheinend zählt diese Prüfung nicht zu den Komplettierungsboni. Gut. Wir haben sie auf jeden Fall geschafft. Ich glaube, hier sind wir jetzt richtig, wenn wir noch zur Energiezelle wollen. Hey! Oh, stirb mal unten in den Stacheln, Freund der Sonne. Bei ihm nicht der Sonne. Und den Schrein haben wir ja auch gemacht. Das heißt, hier jetzt einfach wieder hoch. Dann nach links. Ich glaube, da hinten wird es wieder dunkel, oder? Nee, doch nicht. Ah, du schon wieder. Weg mit dir. Und hier jetzt weiter links. Hier müssen wir. Nee, hier müssen wir unten lang. Der Weg oben war die Mühe gar nicht wert. Und wie ich schon sagte, die Angriffe, wenn wir volle Energie haben, holen uns auch Lebensenergie. Auf der anderen Seite, aber ich guck nochmal hier oben. Da ist es aber nicht, wir müssen tatsächlich durchs Wasser schwimmen. Schon wieder an Dornen und Fischen vorbei. Zum Glück haben wir die Wasseratmung. Da haben wir die Energiezelle doch. Autsch. Zack. Damit haben wir auch mehr Energie zur Verfügung. Ist auch schon 11.
Ja, und hier haben wir jetzt 99%. Irgendwie kommen wir nicht auf die 100. Irgendwie kommen wir nicht auf die 100. Nein. Und ich frage mich, woran es liegt. Fehlt vielleicht immer so ein kleines Action, dass man noch nicht genau gegangen ist? Muss jeder Millimeter hier aufgedeckt sein? Oder gibt es hier noch ein Geisterlicht? Ich weiß es nicht. Ja, wo gehen wir als nächstes hin? Wollen wir uns nochmal in der Windwüste versuchen? Oder soll ich jetzt... Nein, ich werde ins Tintenmoor gehen und schauen, ob wir... Das können wir eigentlich hier ausprobieren und dann hier ins Tintenmoor. Hier einfach mal so ein paar Sachen einsammeln, die hier noch liegen. Und mal ausprobieren, ob wir die zerstörbaren Wände mit dem Hammer einreißen können. Das würde mich echt interessieren. Denn dann könnten wir schon die letzte Prüfung abschließen und haben unser Maximum an Splitterplätzen erreicht. So. Weg. Tschüss. Oi. Der feurige Herr ist wieder zurück. Ich glaube, jetzt sind wir erstmal aktuell in Quarlox-Tal. Genau. Achso, ja genau, so war das ja. Hier, nee, ja, links hatten wir was. Was wir einschlagen können. Aber was? Ach nee, das ist ja schon von ihm durchbrochen worden, genau. Links haben wir dann ein Portal. Alter Hüpfer hier. Obwohl, wir sind hier ja schon eigentlich richtig. Hier könnten wir ja unten gucken und da... Wobei, nee, hier unten eigentlich erstmal nur. Aber ich will ja eigentlich ins Tintenmoor. Ich will wissen, ob wir die Wände mit dem Hammer einreißen können. Schauen wir uns da mal um. So. Ja.
Ja, können wir. Das ist ja eine einfache Chose hier. Schrein in Howlsbau. Der letzte Schrein, Leute. Der allerletzte Schrein. Ach ja. Seid ihr eher ein Witz, ne? Phase. Und die letzte Phase. Ah, ich hab gedacht, wir können uns den 10.000. So, und damit haben wir den Erfolg zum Platzen voll und heller Schrein, denn wir haben alle Splitterplatzverbesserungen nun. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Was hauen wir denn jetzt in das letzte? Vielleicht noch die Lichternte, dann kriegen wir schneller Geld zusammen. Ja, ich glaube, ich nehme tatsächlich die Lichternte. Lichternte, Magnet und Überlauf. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch haben. Wir können gucken, ob wir da oben an die Energiezelle kommen und an die Energiezelle. Und ob es uns gelingt, mal in einem Gebiet nochmal 100% zu erreichen. Komm, du lässt mehr Lebenslicht, Geisterlicht fallen, habe ich gehört. Das tut ihr jetzt alle. Ist das Kämpfen auch viel einladender? Okay. In diesem Gebiet hat man das oft mit den Tonstörungen. Obwohl wir... Ne, heute kam tatsächlich ein richtiger Patch raus. Aber Tonstörungen und Abstürze scheinen wohl trotzdem noch präsent zu sein. Dafür hat man halt ein paar Einstellungsmöglichkeiten zu Vollbild und sonst was, was meines Erachtens nicht nötig gewesen wäre. So. Können wir hier das Rückgrat eigentlich zerschmettern? Damit kommen wir nämlich auch nochmal an Gorlek-Erz. Ich glaube, auch da sollten wir nochmal gucken, dass wir dann etwas mehr auf die Reihe kriegen. So mehr in der Siedlung ausbauen können, meine ich. Ich rede gerade ein bisschen wirr daher. Mich wundert nur, dass wir Haul vertrieben haben. Oh.
Aber hier haben wir doch unsere Geisterklinge erhalten. Ach, Moment. Okay, da ist, glaube ich, nur Heilung drin. Weiter. Wie kamen wir denn da hoch? Ich glaube von da links, ne? Ich dachte, wenn wir hier auch nochmal so Rückgrat haben, können wir das auch zerstören. Dem ist leider nicht so. Aber der Angriff macht auch ordentlich Schaden, ne? So soll es ja auch sein. Aber die mit einem Hau wegbalzen hier. So, rechts müsste noch eine Energiezelle sein. Sieht aber auch verdächtig aus, dass man da oben rein kann, oder? Nein, sah nur so aus. Ach, dann machen wir anders. Und damit haben wir noch eine Energiezelle. Na, mein Stift will nicht schreiben. So. Wie sieht es denn jetzt im Tintenmoor aus? 91%. Ja, weil hier hinten noch so viel liegt, Leute. Da haben wir auch noch eine Energiezelle. Da haben wir noch eine Lebenszelle. Da haben wir noch eine Energiezelle. Linke hebe ich, glaube ich, noch auf und dann gucken wir mal, dass wir das Video hier auch beenden. Ich will es ja nicht zu lange werden lassen hier. Müssen wir hier oben lang? Ja, müssen wir. Ach, ich habe ja gar nicht mehr den Hammer ausgerüstet. Machen wir das mal wieder. Fundbüro. Wir kriegen das vor allen Dingen, wenn wir hier an Sachen lang gehen, wo wir gar nichts sammeln. Also irgendwie ist das merkwürdig. So, hier haben wir die Regeneration erlernt. Wir sind echt bei den Anfängen des Spiels jetzt wieder unterwegs. Wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Geisterlicht wir eben ausgegeben haben und was wir jetzt schon wieder alles dazu verdient haben. Ach nee, hier gab es ja irgendwo einen Schalter, den wir noch nicht gefunden haben. Stimmt. Das war das Problem hier. Dass uns hier ein Schalter fehlt. Den wir jetzt damit erreichen. Sehr schön. Wir erhöhen unsere Lebensenergie, sag ich schon. Unsere Energie also gleich auch nochmal. Um einen weiteren Punkt. Schnapp.
hier wieder eine Energiezelle. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier zu dem Portal hoch und speichern mal. Weg mit dir. Das ist natürlich auch die Überlegung. Ich glaube, von dem Portal kommen wir zum zu den Luma-Seen. Dass wir da dann auch im nächsten Video hingehen, denn dort befindet sich ja auch noch ein Hörlicht. Die Wüste, die wir als erstes betreten haben, vollenden wir dann eben als letztes. Ah, das Portal ist über uns. Hat ganz schön wehgetan, wa? So, hier haben wir es doch. Gesundheit wiederherstellen. Ja, und dann speichern wir an dieser Stelle. Und das Menü füllt sich mit kleinen Mini-Bildchen, da wir jetzt auch noch einige Fähigkeiten neu erlernt haben. Ja, viel fehlt da, glaube ich, nicht mehr. Genau, wir haben ja gespeichert. Ich kann ja mal ins Menü gehen, um zu schauen, wie ist unser Gesamtfortschritt des Spiels aktuell? So, zwei Drittel haben wir bestimmt schon geschafft, sage ich jetzt mal. Na? Ja, zwei Drittel, gut geschätzt, genau 66%. Gut, ja, dann verabschiede ich mich für heute von euch. Hoffe, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.